diese ganzen Hunde hier. Er macht nur. Er macht auch nur. Aber es ist schon, man hört schon Unterschied im Bellen. Die so jaulen, sind wahrscheinlich komplett schlecht. Und die so machen, so hochbellen, die sind die guten halt, ne? Aber er sagt schon wieder, er ist unbezwingbar. Ich bin mir nicht sicher halt. Er macht nur null. Also er bellt ziemlich tief. Bellt auch ziemlich tief. Er jault. Tja, keine Ahnung, ne, wer von denen gewinnt. Bellt auch normal. Ich verstehe es einfach nicht. Wer gewinnt denn jetzt von euch? Ich muss für meine Frau und meine kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Okay. Dann probieren wir dich mal. Er sagt ja, oh, er sagt ja, er kann nicht verlieren. Ich will sie anlabern danach, aber okay, machen wir mal ganz chillig. So, nicht werfen, nein, genau. Dieses Hündchen wetten, ja, will ich. So wie gesagt, er sagt, er kann nicht verlieren. Dann gucken wir mal, ob er wirklich verlieren kann. Er sagt, er kann nicht verlieren. Schauen wir uns das mal an. Er sagt, ja, ich kann nicht verlieren. Das heißt ja, dass er dann gewinnt. Wenn er sagt, man kann nicht verlieren, gucken, ob das auch stimmt. Sieht aber ziemlich schlecht aus. Ey, der ist sogar noch schlechter gewesen als die bisherigen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das war eine schlechte Wahl. Solange du nicht weißt, wie sich die Hündchen fühlen, kannst du niemals erahnen, wie sie sich im Rennen machen werden. Kann man denn das hier? Entweder habe ich gerade nur extremes Pech wieder durch den RNG. Hunderin, gesponsert von Mamamoo. Genau, da steht's. Ab einem Gewinn von 150 Rubinen gibt es einen speziellen Preis. Ja, wie gesagt, entweder habe ich gerade Pech, extremes Pech. Oder im Remake wurde das geändert. So, Fulu fragt, gibt es einen Hund, der zugibt, Doping genommen zu haben? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe mich jetzt nach dem Original orientiert und den genommen, der sagt, er hat federleichte Pfoten. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich den genommen, der gesagt hat, ich fühle mich heute unbezwingbar, ich kann nicht verlieren. Hat auch nicht funktioniert, der hat auch nicht gewonnen. Nicht mal den, also immer nur vierten oder dritten Platz haben die gemacht. Und jetzt habe ich den genommen, der meinte, ich kann gar nicht verlieren, weil ich ja für meine Frau und so sorgen muss. Der hat aber auch verloren. Also weiß ich nicht, entweder habe ich wie gesagt Pech, was das betrifft, oder es gibt eine andere Variante hier. Möchten Sie ein Zimmer? Ja. Na, Sie müssen der Gast sein, der sich für den Nachmittag angekündigt hatte. Ich überprüfe kurz Ihre Reservierung. Einen Moment bitte. Herr Martox, der Gorone. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Sie bekommen die Waffenkammer im ersten Stock. Hier ist Ihr Schlüssel. Yeah. Haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Ja, man hat, im Gasthof eingekehrt. Man hat dich mit einem anderen Gast gleichen Namens verwechselt und dir den Zimmerschlüssel für die Waffenkammer gegeben. Du hast Glück gehabt, das wurde im Notizbuch vermerkt. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Okay.
das tue ich. Da, du bist auch auf der Suche nach Kaffei? Ich habe eine Bitte. Kaffei, ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche, da sind wir ungestört. Also, Verabredung mit Anju. Anju hat mit dir über Kaffei, scheint mit dir über Kaffei sprechen zu wollen. Er trifft sie um 11.30 Uhr nachts in der Küche. Du hast versprochen, sie bei Nacht zu treffen, das wurde im Notizbuch vermerkt. Genau, das, machen wir auch. Gehen wir aber erstmal in unser Zimmer. Denn hier gibt es nämlich einmal Rubine. Was für eine Bruchbude. Das soll ein erste Klasse Zimmer sein? Man kann alles hören, was im Zimmer nebenan besprochen wird. Aber was soll's? Immerhin müssen wir nichts bezahlen. Ach, wir kriegen erstmal 100 Rubine. Dilam, dilam, babadadilam. Di-di-di-lam, di-di-di-lam. Dilam, dilam, da-da-da-di-lam. Das spielt er erstmal. Willst du die Holde Maid jetzt mit verschiedenen Masken direkt mehrmals verführen? Hm, vielleicht. Nein, ich will unterschiedliche Quests nur triggern, mehr nicht. Deswegen habe ich das mal gemacht. Weil sie sucht ja Kaffee und da helfen wir jetzt einfach mal dabei. Wir suchen den Typen auch. Und dann gehe ich nochmal zu Madame Aroma, die müsste ja noch hier sein. Hallo. Wo bist du gerade auf Exkursion? Das ist mein Büro. Büro des Bürgermeisters befindet sich nebenan. Wenn du wegen des Karnevals hier bist, dann vereinbare bitte einen Termin. Oh, du bist doch derjenige, den ich mit der Suche nach Kaffee betraut habe. Hast du ihn gefunden? Was soll das heißen? Du weißt noch gar nichts. Bitte gib nicht auf. Schade, dass sie es nicht nochmal sagt. Also, sobald wir die Maske das erste Mal von ihr beschaffen, die Kaffeemaske sagt sie, Kaffee ist seit einem Monat verschwunden. Das wollte ich halt nur nochmal hier aufzeigen, dass das wirklich so ist, dass er seit einem Monat weg ist. Was ich auch nie verstanden habe, was immer so eine Ungereimtheit war. Weil ich mir dann denke, ja, war er zu dem Zeitpunkt schon ein Kind verwandelt? Wenn ja, ja, das werden wir später auch noch bemerken. Nämlich jetzt ein bisschen. Da kommt der Gorone übrigens. Dem eigentlich das Zimmer gehört. Können wir uns ja mal anschauen hier. Hallo. Okay, es wird ein Erlebnis sein. Ich hoffe, gefällt die Tradition. Nee, weil, dann hat Horror Kid ja, wenn er schon seit einem Monat verwandelt ist, hat Horror Kid ja die Maske schon einen Monat lang. Die Majoras Maske. Das irritiert halt, wie lange dann hier Horror Kid schon sein Unwesen treibt. Mit Majoras Maske. Ich hatte es voll von Leuten, Goro. Man muss sich richtig durchzwängen, Goro. Ja, jetzt. Es tut mir sehr leid, aber ich habe kein Zimmer mehr frei. Alle Betten sind belegt. Ich habe reserviert. Mein Name lautet Martox Goro. Herr Martox Goro? Unter diesem Namen habe ich leider keine Reservierung. Was ein Faker, Alter. Was ein Nachmacher. Einer klingt zwar sehr ähnlich, aber... Wie? Tatsächlich, Goro? Nun... Das Wetter ist recht angenehm. Ich werde einfach draußen schlafen, Goro. Es tut mir wirklich leid. Sie haben wirklich nichts, Goro? Ich habe sie wirklich nicht. Wirklich, Goro? Es tut mir schrecklich leid. Oh Mann.
Na gut, probieren wir das jetzt nochmal mit dem Hunderennen. Vielleicht finde ich ja jetzt den richtigen. So, schauen wir, ob wir irgendein Hündchen finden, was übelst krassen Text sagt. Irgendwie so, wow, ich bin der King im Ring oder so. Hallo, was willst du? Boah, ich will hier rennen und so, ne? So, ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Das ist schön. Oh ja, ich fühle mich unbezwingbar. Ich werde sicher nicht verlieren. Ja, du wirst sicherlich verlieren. Das haben wir schon erlebt. Bin zu alt für sowas. Okay. Ich kann nicht in die Zukunft blicken, daher weiß ich auch nicht, wie es mir ergehen wird. So, das sagt auch überhaupt nichts aus. Meine Pfoten fühlen sich heute federleicht an. Ja, du hast eigentlich auch vorhin versagt, deswegen keine Ahnung. Was mit dir? Mein Kopf war zu lange, ich war zu lange wach. Ich hätte nicht die ganze Nacht den Mond anheulen sollen. Das klingt auch nicht so gut. Hier ist gar nichts mehr drin. Na, no, mein Bauch tut weh. Ich fühle mich schrecklich. Du gewinnst bestimmt. Ja, ich muss für meine Frau meinen kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Oh doch, das kannst du. Ich bin müde. Morgen nehme ich mir frei. Tja, wie gesagt, ne? Ich kann nicht ausmachen. Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Vielleicht gewinne ich ja, aber vielleicht verliere ich auch. Soll ich denn da herausfinden, wer von euch cool ist? Es wird schon gut gehen. Ich dachte, er hat zweimal gebellt. Ich fühle mich, als könnte ich heute gewinnen. Oh ja, ich fühle mich unbezwingbar. Ich werde sicher nicht verlieren. Wieso bist du wieder hier? Ich habe dich doch da rausgeschmissen. Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt kriege ich immer nur noch dieselben Hunde. Was ist mit dir? Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Mhm. So, ich guck mal, ob der gesagt hat, ich fühle, als könnte ich heute gewinnen. Den nehme ich mal. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das jetzt war. Mein Bauch tut weh. Es war, glaube ich, ein grauer, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Heute werde ich gut abschneiden, aber das war nicht der. Ich suche den, der gesagt hat, ich werde sicher gewinnen. Wird schon gut gehen. Hast du das vielleicht? Ach Mann, die Suche beginnt. Ich fühle mich anders als sonst. Bist zu alt für sowas.
da ich fühle mich, als könnte ich heute gewinnen. Dann schauen wir mal. Was man eigentlich auch machen könnte. Moment, das machen wir gleich mal. Ich habe eine andere Idee. Obwohl das, glaube ich, gar nicht geht. Ich glaube, man kann nicht mehr als 90 Rubine wetten, ne? Jetzt hätte ich gesagt, ey, wir wetten einfach mal 150 und dann müssen wir nur hoffen, dass er... Unser Hund, der ist Zweiter. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Vielleicht überholt er noch den Ersten. Nö, hat schon wieder nicht geschafft. Einer der Weißen war ein guter, aber ich weiß nicht mehr, was die gesagt haben. Und schon wieder nur dritter Platz. Das war knapp. Ja, irgendwie Pech. Und jetzt will wieder die ganze Chose machen hier. Mein Kopf tut weh. Ich glaube, heute werde ich gut abschneiden. Das ist jetzt einfach mal alle durch hier. Ich glaube, maximal nur 90 geht. Maximal nur. Dab Drum. Er glaubt, er schneidet gut ab. Na, dann schaue ich mir das an. Oder ich lache mich schlapp. Schneidet auf jeden Fall extrem gut ab. Der Goldene, guck dir das an. Der ist ziemlich weit vorne. Und mein ganzer Einsatz ist jetzt weg. Und der hat auf jeden Fall ziemlich gut abgeschnitten. Unser Hund. Ey, ich verstehe die Texte nicht. Sorry, ich verstehe es einfach nicht. Ich würde es nochmal versuchen. Ich verstehe nicht. Pfoten fühlen sich federleicht an, ja. Aber du gewinnst ja nicht. Mein Bauch tut weh. Also der federleicht ist auf jeden Fall relativ weit vorne, aber irgendwie schafft er es nicht. Der schafft es nicht, da ja irgendwie auf Platz 4 drüber zu, also ne, mehr als Platz 4 zu erreichen. Sehr, sehr seltsam. So, schauen wir mal. Ich google das jetzt, ne? Also ich habe jetzt keine Lust mehr, das weiter zu probieren, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, und das stimmt hier wieder nicht. Hier in den Tipps und Tricks steht drin, beim Hunderennen, ich lese euch das mal vor, was ich hier gefunden habe. Am besten zieht man sich die Maske der Wahrheit an, das ist halt klar, ne? Und geht zu einem Hund. Wenn man ihn hochhebt, dann sagt er etwas. Man muss nur den Hund nehmen, der sagt, ich fühle mich leicht wie eine Feder. Dann ist es so gut wie unmöglich zu verlieren. Es ist völlig unmöglich zu verlieren, ja, habe ich ja gemerkt, wie unmöglich das ist. Und dann steht hier noch drin, alternativ gewinnt meistens der Hund, welcher zu dir sagt, dass er für Frau und Kind zu sorgen habe. Haben wir beides probiert? War kompletter Reinfall. Also, keine Ahnung. Hier steht's auch. Meine Pfoten fühlen sich federleicht an. Hier überall steht drin, dass man den nehmen soll.
Der sagt, die Pfoten fühlen sich federleicht an. Das funktioniert aber nicht. Haben wir jetzt schon das zweite, dritte Mal gemacht. Der ist immer Platz 3 oder 4 geworden. Niemals Platz 2 oder 1. Das ist seltsam, ne? Finde ich ein bisschen bedenklich. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Kann es echt nicht sagen. So, sie macht natürlich hier zu. Weil wir zu lange hier rumgealbert haben. Also wie gesagt, das hatte ich noch nie, ne? Ich habe das Spiel ja schon häufiger gezockt und so und habe immer den Hund genommen, der sagte, meine Pfoten fühlen sich federleicht an. Das hat immer funktioniert. Der ist mindestens Platz 2 geworden. Der war niemals Dritter oder Vierter bei mir. Der war immer Erster oder Zweiter, der Federleichte. Das war ja selbst im Randomizer, glaube ich, so. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie es halt hier im Remake ist. Ob sie im Remake halt was Ausschlaggebendes geändert haben. Dass es vielleicht jetzt einen Hund gibt mit einem anderen Text. Aber wir haben uns ja alle vorhin angeguckt. Da gab es jetzt keinen Text, der so ausschlaggebend war, dass man sagen würde, ah, hier, okay, der gewinnt bestimmt. Es ist 8.30 Uhr abends, der Gasthof schließt und seine Pforten. Danke für deinen Besuch. Naja, ich habe ja einen Schlüssel. Dieser pennt übrigens der Gorone. Der Wind ist feucht, Goro. Morgen regnet es, Goro. Goro, Goro. Na gut, da ich jetzt eh nichts anderes hier zu tun habe. Okay, dann gehe ich eben raus und mache das. Auch kein Problem damit. So, wir kommen hier jederzeit rein, ne? Wir können die Eingangstür nutzen, weil wir den Schlüssel haben. Deswegen habe ich mir den auch geholt. Ein bisschen leichter ist dann hier. Die Zeit mal wieder normalisiert, damit es ein bisschen schneller geht hier. Und dann reden wir gleich mal mit Anju. Da kommt's auch schon. Hallo. Es tut mir leid, dich so spät noch mit meinen Sorgen zu belästigen. Es geht um ihn. Kafei. Ich habe einen Brief von ihm erhalten. Das ist schon merkwürdig. Ein Brief von einer vermissten Person. Aber es gibt keinen Zweifel. Der Brief ist von ihm. Ich fühle es. Bitte. Hier. Nimm diesen Brief. Wenn der Brief zugestellt wird, wenn er ihn in den Händen hält, dann hast du die Chance, ihn zu treffen. Bitte sag ihm, dass Anjo auf ihn wartet. Und bitte, nachdem du ihn gesehen hast, sag mir, wie er aussah. Ich habe Angst. Ich kann nicht gehen. Erlaubst du mir, dich um dies zu bitten? Aber warum nicht? Ich danke dir. Von ganzem Herzen. Sie wurde der Brief von Kafei überreicht. Rasch, bring den Brief für sie zu einem Briefkasten. Okay. Anja hat ja einen Brief an Kafei gegeben. Wirf ihn in einen Briefkasten, bevor diese geleert werden. Eine Bitte zu später Stunde. Du hast ein wichtiges Versprechen gemacht. Das wurde im Notizbuch vermerkt.
Bitte wirf diesen Brief ein, bevor der Postbote morgen die Briefkästen leert. Boah, das können wir doch jetzt direkt machen. Ich meine, das hätte sie auch selber machen können. Den Brief halt in den Briefkasten schmeißen. Aber gut, wenn sie darauf keinen Bock hat, dann mache ich das halt. Brief hier einwerfen. Okay, hier. Dein Brief wurde empfangen, Kching. Der Brief wird morgen zugestellt, Kching. Haben wir das auch mal gemacht? Der Liebesbrief, das den Brief an Kaffei eingeworfen. Der Postbote müsste ihn nun an Kaffei ausliefern. Sein Brief verschickt, das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay, so, das mache ich jetzt. Ich glaube, eine alte Frau wird gerade überfallen. Schon passiert, ne? Ja. Dann hätten wir eh nicht aufhalten können, sonst würde die Quest hier nicht funktionieren. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, probieren wir das Hunderennen einfach weiter. Ich werde jetzt immer den nehmen, der federleichte Pfoten hat und einfach mal hoffen, dass er irgendwann gewinnt. Bleibt uns ja leider nichts anderes übrig, das ist ja das Problem daran. Wir müssen das ja so machen. Wie gesagt, das Einzige, was jetzt noch... gerade gemacht werden kann. Ich überlege immer noch, was wir noch haben. Für Optionen. Tja, dann ist, wir können auch eine bestimmte Maske bekommen. In der dritten Nacht. Allerdings müsste ich dann diese ganze Kaffee-Quest-Reihe quasi aufgeben. Denn das Problem ist halt, um diese Maske zu bekommen, müssen wir den Raub in der ersten Nacht, also jetzt in dieser Nacht, verhindern, dass die alte Dame beraubt wird. 6 Uhr morgens. Okay, dann machen wir mal. Erstmal den Zeitfluss wieder langsamer. Knock. Knock, knock. Okay, so, und dann machen wir... auf 6 Uhr morgens. Oder halt Dämmerung des zweiten Tages, ne? Ist ja klar. Dämmerung des zweiten Tages. 48 Stunden. Wir waren hier, als die Aliens kamen und haben nichts gemacht. So, der Goldene. Mein Kopf war zu lange wach. Okay, dann der gewinnt schon mal nicht. Vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich. Das ist schön. Ich muss für meine Frau meine kleinen Welpen sorgen. Ich kann nicht verlieren. Ja, doch, kannst du. Ja, ich bin müde. Dann geh pennen. Bin zu alt für sowas. Dann geh in Rente. Ich glaube, ich werde heute gut abschneiden. Dann mach dir ein Brot. Ich fühle mich nicht anders als sonst. Ja, wie gesagt, ne, der immer sagt, ich fühle mich nicht anders als sonst. Ich werde heute nicht verlieren. Ja, doch, das wirst du schon. Es wird schon gut gehen. Ja, der auf jeden Fall sagt, ich fühle mich nicht anders als sonst. Da finde ich das halt problematisch. Man weiß ja nicht, wie er sich sonst immer fühlt. Mein Bauch tut weh. Mein Freund könnte sich halt federleicht dann so. Ich nehme jetzt nur noch den federleichten. Und erhoffe mir einen Sieg. Was machst du denn da? Was gefällt jetzt mein Hündchen in Ruhe?
Hä? Was? Außer dem Rennen gibt es hier nichts, das mich interessieren könnte. Ja, will ich ja. Hä, ist sie irgendwie... Wenn man sie erst anreden muss, sonst beschwert sie sich. Oh Mann. Also, wie viel wertest du? 80, Mann. Ich will endlich, dass er gewinnt. Jetzt hätte ich gern gewusst, was der Dunkelblaue gesagt hat. Oh, never mind. Never mind, der Federleichte ist jetzt gerade zweiter. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oder er wird erster. Jetzt ist er auf dem ersten. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich komplett RNG. Der Federleichte hat zwar eine gute Chance zu gewinnen, aber nicht 100%, würde ich sagen. Da hat leider den Storch. Er hat den ersten Platz erreicht. Den ersten Platz. Du gewinnst den dreifachen Wetteinsatz. Das sind dann 240 Rubine. Nicht übel. Du hast die 150 Rubinhürde geschafft. Daher sollst du einen speziellen Preis erhalten. Ja, und deswegen sind wir hier. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Sehr gut. Extrapreis beim Hunderennen. Der Hauptgewinner hat bei Mama Mujans Hunderennen einen großen Gewinn gemacht und zusätzlich ein Herzteil erhalten. Du hast beim Hunderennen einen großen Gewinn gemacht, das wurde im Notizbuch vermerkt. Willst du nochmal versuchen? Nö. Tatsächlich? Tschüss.